Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Elden Ring. Ja, Hardcore-Modus einigermaßen, wenn die Gegner unsichtbar sind. Wir haben in der letzten Woche, der letzten Folge den Strand abgeguckt, also den Osten sozusagen. Das ist die gesamte Map oder nur ein Teil der Map? Hier. So, das gesamte Gebiet hat hier den Osten sozusagen. Jetzt geht es weiter nach Süden. Hierhin, so. Dahin, genau. Und dann werden wir uns mal im Osten umschauen. Ja. Vielleicht geht es da weiter, aber weiß, scheinbar ja. Und ja. Auf geht's, würde ich sagen. Warte mal, wie viele Seelen habe ich? 1400. Ich brauche 1600. Okay, den Level ab. Gut. Wenn mich nicht gesehen hat. Wow! Zaun kaputt geworfen. So. Früchte. Fackel hängt Schwebloben links, das heißt, was wird da nicht? Oh, Gott trägt Soldatenstuhl. Das heißt, also ja, Flamme oben links, das heißt, ja, so rum. Okay, dreimal. Einmal kurz. Lecker. Handschuhe. Aha. Ah, die sind aber ein bisschen schwerer. Aber die geben mehr Gleichgewicht, okay. Aber die geben auch mehr Schadensresistenz. Ach, ich zieh die mal an. Einfach zum Zeigen. Oh. Okay. Ah ja, ich habe ja noch die Packe. Gut, wo gab es hier noch jemanden? Da gab es noch jemanden. Das wollte ich nicht. Danke schon, Schwert der Getreue. Oh. Ey, was läuft bei mir? Oh. Lol, das ist ja sogar noch besser und leichter. Hä? Jawohl. Hä? Ah, nee, wenn ich es doch zusätzlich ausrüste. Stimmt ja. Jetzt. Okay. Nee, das ist... Hä? Das ist... Schlechter? Hä? Echt? Oh. Egal. Mal angucken. Wow. Sieht voll schick aus. Also mir gefällt's. Ich werde natürlich zurück auf den auf das Breitschwert wechseln, aber ich möchte nur ein bisschen
das Schwert zeigen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Jetzt mit X, das war wohl nix. And he's dead. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Hier so nix. Okay. Lecki, leck, leck. Okay. Das war jetzt eher verwirrend. Den Schädel besucht. Ach, da ist ja noch ein Pilz. Den Käfer nehme ich mal nicht, weil wie viel habe ich schon? 1700. Ich habe genug. Dann setze ich mich doch mal an den See. Das mache ich jetzt auch mal. Wo? Oh, ich kann hier die Wölfe rufen. Ja, geil. Okay, Pferd. Oh, das war beim ersten Mal. Sehr schön. Bam, 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 bam. Musst du was essen? Nein, okay. Yeah, ein Salto wäre noch cool. Oh, Blumen. Na, nimm. So. Bitte setzen Sie sich. Stufenaufstieg. Yes. Mal glaube. Ja. Ich meine, wir sind ja ein Bekenner. Ich glaube, wir ist es uns wichtig, mit Glauben weiterzumachen. So, jetzt folgendes. Wölfe? Nein. Wölfe jetzt? Nein. Wölfe? Jawohl. Okay. Hey. Cool, was ist das? Was war das denn jetzt? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Der ist ja krass drauf. Junge. Mamma mia. Ach so, scheiße.
voll. Ich bin ja umrundet. Und die Wölfe sind tot. Die Wölfe sind tot. Die Wölfe sind tot. Nein. Hallo Pferd. Toll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Missionsabbruch, Missionsabbruch. Alter, ich hab mir, glaube ich, ich habe gerade versucht, den stärksten, glaube ich, zum Beispiel. Das war keine so gute Idee. Au, weia. Das war echt gar keine so gute Idee. Ui. Nein, immerhin, ich bin lebendig da rausgekommen. Okay. Nein. Na gut, das waren die Wölfe. Gut. Ja. Was bist du? Ein Schildi. Alles klar. Das ist das schöne Schwert. Ich gehe mal zurück zu meinem Breitschwert. Weil er ja noch Schaden macht. Dankeschön. Kritisch? Der macht mehr kritischen Schaden. Hm. Ich bleib bei dem Breitschwert fürs Erste. So. Wollte ich nicht. Das wollte ich. Und mehr heilen. So. Mann! Ah, ich würde das Schwert ausrüsten doppelhändig. Mann, Mann, Mann. So. Ich weiß nicht, was das war, aber das hat mich nicht gesehen. Der hat gerade wie Anakin geschrien. Ups. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Oh, ja, nein. Ich, Mann. Du solltest springen. Sehr gut. Keinen schweren Angriff einfach so machen. Ich glaube, Schleichen ist doch ganz gut und
Die Wölfe sollte ich einfach rufen, wenn wenn's dick auf dick kommt. Dankeschön. Ach ja, Items durchlesen. Nicht vergessen. Nein, nicht hier, da. Stulpen der Soldaten, die Gottrick dem Verpflanzten die Treue halten. Von Rost und Flecken aus unzähligen Kämpfen gezeichnet. Mhm. Und ein Helm. Ein Helm der Soldaten, die Gottrick dem Verpflanzten... Ah ja, der Helm wird über einer Kettenhaube getragen und besteht aus stabilem Eisen. Okay. Ist das Ding aber besser? Gewisserweise schon, kommt den sich auch mal an. Shiny! Voll cool. Oh, ich finde das voll cool. Entschuldigung, wenn ich mich vielleicht ein bisschen mehr freue, als ich sollte. Ein Furz. Nope. Den Furz aktiviere ich mal noch nicht. Ja, tadam. Tadam. Tadam, tadam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Yeah. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Da ist so eine Herbe. Der hat eine Trompete, alles klar. Er hatte eine Trompete. Oh. Hallo. Oh, Karte in den Kabel Westen, okay. Das waren die Runen. Wie auf Skyrim. Oh. Oh. Nice. Ach, da kommt jetzt der nächste. Ich kann mich nicht noch mal heilen, oder? Nein. So geht's auch. Kommt niemand mehr hier? Nein, niemand, niemand, niemand? Dann schaue ich jetzt nochmal auf die Karte. Uiui, okay, was ist das für ein Dings? Sturmtor, ja, nein. So, was ist das? Achso, das ist Gebirge. Ah, Ruinen. Schick. Mhm. Okay. Ich habe keine Heilungsoptionen mehr. Oder doch? Nein. Keine. Okay. Cool, durch die Wand zwei Pilze gesammelt.
Warte mal, es gibt ja doch noch, stimmt ja. Käfer. Wir haben ja noch zwei Käfer. Oh, oh. Hey. Ich wusste, ich habe Sachen angelockt, die ich nicht anlocken wollte. Pferd, spring an! Spring an, Pferd! 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 Das ist eine riesige Fledermaus. Na, Halleluja. Ach komm, okay, wenn das Pferd nicht will, dann eben nicht. Oh. Meine Güte, dann setze ich mich halt hier ran. Das geht auch nicht. Ach, das ist... Weißt du, Käfer? Nein, weil irgendeine Fledermaus nachts von irgendwo herkommt. Oh, Leute, wo ist das Schwert? Mann. Kann ich nicht die Rosinen auch essen? Können nicht die FP wenigstens regenerieren? Ach, komm schon. Ey, komm, lass mich sitzen. Komm schon. Du willst mich doch veräppeln. Jetzt auf einmal, ja? Jetzt auf einmal kommst du. So. Was ich hier nachgucken wollte. Genau, hier ist ja auch eine Kiste. Oh, Großschwert des Getreuen. Oh. Großschwert des Getreuen. Stärke 16. Jetzt bin ich mal gespannt. Nur mit beiden Händen gehalten werden. Okay, kein Problem. Das Ding lädt nicht. Natürlich nicht. Ist doch lustig. Ah. Ja, jetzt kann ich mich setzen, natürlich. Na, endlich. Komm schon. Aktivier. Na? Dankeschön. Mann. Oh, uiuiuiui. Kann ich einen Stufenaufstieg machen? Kann ich sogar. Nice. Oder mache Stärke. Ich mache mal Glaube auf 20. Ich. Oder nein. Erstmal. Ja. Genau. Erstmal auf 15. So. Und jetzt zeigt mir das Schwert. Oder auch nicht.
das... Mhm. Beschreibung. Nein. Achso, das geht nicht hier. Okay. Inventar. Ja. Ein reich verziertes gerades Schwert von hoher Qualität. Standardausrüstung für die Soldaten der Fürsten. Nach jahrelangem Einsatz ist die Waffe leicht tramponiert und schwarz angelaufen, aber jemand hat sie eindeutig gepflegt, auch wenn die Soldaten längst ihren Verstand verloren haben. Talent, Stampfer, Aufwärtsschnitt. Hebt eure Waffe und nehmt eine niedrige Haltung ein, die kaum einen Angriff erschüttert. Setzt dann mit einem starken Angriff als... Okay. Mit einem starken Angriff als Aufwärtsschlag nach. Aha. Talent, wirbelnde Kette. Oh ja, der Flegel. Eine simple Schlagwaffe, im Grunde nur eine Kugel per Kette mit einem Griff verbunden. Allerdings verursachen die Stacheln der Kugeln Blutungen. Oh, Schläge dieser Waffe lassen sich nicht reparieren. Bei einem aufgeladenen Angriff wirbelt er die Kugel mehrmals herum und lässt sie dann auf den Gegner niederkrachen. Talent, wirbelnde Kette. Führt einen schnellen Wirbelschlag mit eurem Flegel aus. Lässt mit einem normalen oder starken Angriff nach, um den Schwung des Talents in eine Angriffsserie fließen zu lassen. Oh! Es gibt sogar Angriffsserien. Ein gerades Schwert mit breiter Klinge, effektive Schnittangriffe. Horizontale Schwünge machen es euch mit ihrer großen Reichweite leichter, Gegner zu treffen. Talent. Duell. Dieses Talent beginnt mit gerader Schwerthaltung. Setzt mit einem normalen Angriff nach, um aufwärts durch die gegnerische Abwehr zu schlagen. Oder mit einem starken Angriff, um mit Anlauf einen Stoß auszuführen. What? Moment, dieses Talent beginnt mit gerader Schwerthaltung. Setzt mit einem normalen Angriff nach, um aufwärts durch die gegnerische Abwehr zu schlagen. Mit einem starken Angriff, um mit Anlauf einen Stoß auszuführen. Oh. Ah, jetzt ist das Schwert. Das Schwert, okay. Okay. Gib's doch nicht, du willst mich doch veräppeln. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Der Kommandant oder was? Nee, irgend so ein Heini. Oh Mann. Komm, Schwertfähigkeiten. Ach, der Typ vermutlich. Okay, das lief nicht so gut. Nochmal bitte. Mann! Dankeschön. Wie viel liegt das Schwert? Kommen denn in die Großlast? 9. Hm. Kritisch 110, ein Jahr. Genau, was wollte ich ausprobieren? Genau. Muss das... Funktioniert das anders? Keine Ahnung. Wer weiß.
Oh. Ja, das, die schreien, dann steh wieder auf. Ich möchte sehen, wie gut das Schwert ist. Hey du. Leck. Lecki, leck, leck. Gesehen? Nope. Das ist ein Squeak. Ich packe Pausch nicht, ich leg den mal ab. Immer noch große Last, aber naja. Den Schild könnte ich testweise natürlich mal ablegen. Okay, bringt nichts, dann nehme ich den doch lieber. Okay, den großen Kommandanten kann ich nicht so einfach assassinieren. Das heißt, der kommt zum Schluss. Also Herber.
Da ist der. Wir sind da. Das war seltsam, aber es hat funktioniert. Oh. Da ist ja einer. Das ist der Typ mit der Trompete, glaube ich. Okay, die Schädel kommen zum Schluss. Nicht jetzt. Oh, Wölfe. Oder Tiere oder keine Ahnung. Okay. Hä? Das ist zwei oder das sind zwei? Gewesen. Mann, das grüne Typik. Ja, nein. Jawohl. Ach Mann. Na gut, okay, das geht auch. Ich läute mal. Dankeschön. Unsichtbare Geister zu finden macht. Ist echt zu lustig. Ist das ein Wolf oder was ist das? Da war das ein Ja. Ey, das ist voll cool. Oh Mann. Gefällt euch der Content? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ohohoho. Das ist der Boss. Kommt da eigentlich noch jemand? Ah,
Noch eine Herbe. Habe ich den schon erledigt, den Trompeter? Scheinbar. Okay, das ist ja cool. Das ist ja cool. Ist ja mal voll cool. Dann kann ich ja... Dann kann ich ja die Schädel einsammeln. Die spawnen doch so bei meinem Glück. Was ist hier? Hier gibt's rein. Hier ist nichts. Ich schätze mal, hier ist die Toilette. Hier ist ein Pilz. Ich drücke Zielanvisierung. Ja, cool. Nicht da. Du bist ja auch ein Vollpfosten, ey, ne? Oh, das wird... Oh, Mann. Das ist... krass. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Ach du Heilige! Wie geil was? Geil war das denn? Ach du Heilige! Boah! Wow! Alter geil! Oh mein Gott! Das war voll abgefahren gerade. Heilige. Cool, okay. Heilen. Boah, voll cool. Aber echt sowas von. Nein. Wie schön. So, jetzt wird gelootet, was das Zeug hält. Yeah! It's free will estate. Ah, leck. Hilfe. Lecky, leck, leck. Dahin gehe ich gleich. Ich hau mich erstmal noch ein bisschen mehr um. Voll cool. Okay, scheinbar lässt das Spiel auch verschiedene Taktiken zu. Was ich auch ganz cool finde. Gibt es hier noch diese Fledermäuse? Nein? Nein, okay. Gut. Nase juckt. Gut, dann war's das soweit alles. Was gibt's da unten? Oh. Katakomben. Ist das eine Falle? Nein. Oh.
Kriegsasche stumpfstampfbar. Oh, ein Schleifmesser. Okay, dankeschön. Nein, ist das ein Item? Das ist scheinbar ein Item. Das ist scheinbar ein Bastelgegenstand. Oh. Das ist ein sonderbarer Bastelgegenstand. Ah, kann Waffen neue Kampfkünste und Affinitäten verleihen. Ach so, okay, und was war dieses Sturmstampfer-Ding? Sturmstampfer, zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Sturmstampfer, wertig. Vielleicht einer Waffenaffinitäten und Talente. Ja, aber was genau? Oh, jetzt bin ich gespannt. Warum kann ich die Wölfe immer noch hierher rufen? Und was macht das denn Sinn? Nase juckt. Aber gut. Hier gab es nichts weiter. Nein. Hechel. Ja. Hechel. Hier gibt's nichts mehr. Okay. Ah, Nase juckt. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wir können Kleider bearbeiten. Jetzt können wir auch Waffen bearbeiten. Warte mal, war das Ding ein Einmalgegenstand? Ich hoffe nicht. Ja, also nein, glaube ich. Kriegsasche-Menü. Mit dem Kriegsasche-Menü könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen neue Talente und Affinitäten zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorigen Talente gehen hierbei verloren. Das Hinzufügen einer Affinität kann die Angriffsaffinität der Waffe ändern, ihre Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente und Affinitäten. Einige Waffen können durch Kriegsasche keine neuen Talente oder Affinitäten aufnehmen. Oh, das Schild geht auch. Okay. Achso, ausgerüstete Waffen. Okay. Das ist ein hier. Großschwert. Ich nehme mal das. Ach, so funktioniert das. Das wechselt die Dinger. Okay. Aha. Okay, 5 bis 8 oder wie oder was? Das 6 bis 8 oder was? Ich mach mal hier erstmal den Stampf, das wir zuerst hatten. Oh. Affinität. Das ist ja cool. Dann nehme ich mal mehr Schaden, ne? Hey, cool. So, mal gucken. Oh, hallo. Wer bist denn du? So, jetzt aber. Ne? Das heißt... Genau, Stampferfähige. Okay, das ersetzt auch die Special-Fähigkeiten. Wow. Beyblade. Beyblade, let it rip. Voll cool. Also, ach dann, Mann, hui, yay, hey, cool.
Und das andere. Da 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 da. Ja. Großschwerter getreuen, genau. Welches Gro. Oh. Achso, da kriegst du hier. Ich habe gerade hier gelesen, dass. Ja. Stummstampfer. Okay. So, wie viel verbraucht das jetzt? 6. Nur 6? Warte mal. 6 kontinuierlich oder wie? So. Oh. Ja, und was bringt mir das? Nein, wirklich, was bringt mir das? Nein. Stummstampfer. Eines der Talente, die ihre Macht aus den Stürmen von Sturmschleier beziehen. Stampft hart auf den Boden, um einen kurzen Sturm zu entfesseln. Aber was macht der Sturm? Hä? Ich borg mir mal einen Gegner. So nur einen, den da zum Beispiel. Hoho, hallo. Gut, hat nicht viel was gebracht, ne? Dann probiere ich jetzt mal das Beyblade-Dingens. Und um sicher zu gehen, das kann ich wirklich nicht auf dem Breitschwert machen, weil es zu klein ist, oder? Kriegsasche? Stampfer. Okay, geht halt wirklich nicht. Hey. War das nicht vorhin besser? Egal. Jo, wer. Okay, der kann nur Stummstampfer machen. Okay. Oh, es regnet schon wieder. Na, nimm doch die Blume. Ups. Okay. Oh, oh. Ja, mal gucken. Also ich weiß nicht. Ich glaube, die erste Waffe war die erste Fähigkeit von diesem Schwert war schon besser. Diese Aufwärtsdings. Ich meine, der hat den Kommandanten hochgeworfen. Wie cool war das denn? Oh. Das war voll cool.
Sollten wir vielleicht einen Stufenaufstieg machen. So. Wie kann ich... Achso, da. Aha. Okay. Wie kann auch den Fegerstampf machen? Okay. So, der hat jetzt aber die... Jawohl, Aufwärtsschnitt. Schnitt. So, Stufenaufstieg. Ich habe nicht genug. Nein. Ich brauche noch 300 ungefähr. Kann ich eigentlich? Das geht, als ob. Da war doch ein Reiter, ne? Kann ich Kavallerie gegen Kavallerie machen? YOLO! Daneben! Ja, nice! Daneben! And he's dead. Okay. GG boy. GG boy is. Okay. Is, damit meine ich easy natürlich. Also EZ, ne? Ich könnte noch mal mir anschauen, was das hier eigentlich ist. Habe schon im Netzwerk-Test gesehen, und da stand was. Hallo, geh runter. Untersuchen. Gott trägt der Goldene, gedemütigt. Miquelas Klingen zwang ihn in die Knie. Nun fleht er um Gnade. Mhm. Ja, da gehe ich noch nicht hin. Wie gesagt, wir gehen erstmal nach Süden. Und ich kann ja schon mal den Bling Bling hier mitnehmen, wenn hier welcher ist. Ja, nice. Oh, so viel. Oh, Luther King. Ich bin der Luther King. Da. Warte mal, wie lange nehme ich schon auf? Da ist noch so eine Riese. Schon fast eine Stunde. Okay. Ja, folgendes, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Es geht dann ab in den Süden, wahrscheinlich über die Brücke. Tschüss.